Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mittlerweile Schatten des Krieges. Oh. Und wir haben hier einen Kandidaten, der unbedingt eine Mission spielen will. Also spielen wir eine Mission. Ring der Macht oder was? Seltsame Nein. Musik, ne? Ring der Macht. Das klingt nach Sirenen. Wenn es denn überhaupt das ist. Was? Ich glaube schon. Wie? Wo? Wann? Warum? Ring der Macht, komm, spiel's. Ring der Macht. Spiel's. Ring der Macht. Wir kämpfen ständig gegeneinander, um aufzusteigen. Ja, dann müssen wir die finden, die sich nach oben kämpfen. Genau. Übrigens sind wir oft unterwegs mit Produktplatzierung. Oh. Dem hast du gegeben, hm? Ja, Amuk. Nein, ich gehe jetzt Ring der Macht. Amuk. Amuk. Hat das irgendwas mit Auto zu tun? Amak. Nun wimmelt es von Orks. Perfekt für unsere Zwecke. Genau. Was wurde aus Litharil und ihrem Volk? Wer weiß? Wer weiß? Wee. Der Ring da. Macht. Oh. Arena-Kampf. Genug von deinem Gequatsche, Bruce. Ich töte hurra, dich jetzt hurra. Vor den Augen all dieser Orks. 19, ne? Oh, ich hab immer gesagt, 19. Du seist ein Optimist. Weißt du, was das ist, Mann? Das ist, wenn man eine unmögliche Situation vor sich hat und denkt, ja, alles klar, das probiere ich aus. Ich bin da ganz ähnlich. Ich bin da ganz ähnlich. Oh. 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 Ist das gut? Ich mag ihn. Ich mag ihn. Ey, der Celebrimbo ist ein riesen Arschloch eigentlich. Ja, ja, aber da hat er jetzt mal. So, jetzt schlüpfe doch die Beine von Brutz, um seinen Angriff zu. Na ja, gut, also. Na ja, gut. Der ist schon vergiftet da, der Dings da. Ja, Arschloch. Der dicke. Hoppla. Ich habe ja nichts. Zerbricht. Du willst mich wohl durchbohren. Ja. Was? Mit dem Schwert kannst du mich höchstens kitzeln, aber um mich umzulegen, wirst du schon mehr brauchen. Umzulegen. Bruce. Schaden durch Hinrichtungen. Explosionen und anfällig für Bestien. Beschuss sicher aber. Und das kann man auch nicht, das kann man ja nie. Uff. Hey. Ich habe gedrückt. Hey. Einmal. Diese Rutschanimation sieht auch scheiße aus. Jetzt beherrschen. Oh, danke. Kein Mensch kann mich besiegen. Ah, du Sauber! Echt. Weg, weg! Jetzt hast du Zeit. Sehr schön. Gut. Brillant. Brillant. Rekrutieren. Von nun an dienst du dem hellen Herrscher. Mhm. Der Brutzi. Der Brutzi. Du willst du. Hell oder dunkel ist mir doch gleich. Solange ich das Rückgrat meiner Feinde herausreißen kann, geht's mir gut. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ihr werdet unsere Armee wahrlich auf. Ich heiße Bruce und von nun an werde ich dein Schatten sein. Wer was von dir will, Bruce? Muss erst an mir vorbei. Sorge dich nicht um meine Feinde. Sie alle werden uns am Ende folgen. Wer sich in Mordor behaupten will, muss Eindruck schinden. In der Nähe gibt es eine Festung. Man sagt, dort herrscht ein zweiköpfiger Troll. Groß wie ein Berg und unglaublich clever. Was man bei zwei Köpfen auch erwarten würde. Ja. Töte ihn und du sendest damit eine Botschaft an Sauron und bekommst obendrein eine schicke neue Festung. Hat er wohl Ahnung oder was? Er hat Ahnung. Das schaffen wir nicht allein.
Versammle deine Truppen. Sicher doch. Oh, aber bitte lass mich seine Köpfe abschnipsen, ja? Ein bisschen zu humorvoll ist der schon. Das ist ein Spaßvogel. Er blieb dieses bisschen erhalten, glücklicherweise. Brutz, der lustig. Scherzkeks. Der Scherzi. So, so lustige. Brutz will dir dabei helfen, den Oberherrn zu besiegen. Entschuldigung. Macht fast gar nichts. Ja. Hör jetzt. Also, lese er. Dieses Gebiet wird von einem furchterregenden Oberherrn aus der Festung Scharkburz heraus kontrolliert. Das klingt wie ja. Als Auftakt Mordors musst du Scharkburz angreifen und einnehmen. Verstärke deine Armee, indem du zusätzliche Hauptmänner rekrutierst. Kann ich okay. Die Mission wieder machen. Okay. Die stärksten Kämpfer sind seine Häuptlinge. Okay. Also erst die Häuptlinge platt machen und dann die... Nicht platt machen, aber beherrschen. Ah ja, genau. Okay, dann hast du praktisch Spione in der Festung. Genau. Und da hast du jetzt die Dings wieder gebrochen, weil du hast dem noch Verbesserungen. Aha, okay. Aha. Das heißt, wenn ich aufsteige, dann kriegt der einen Punkt, oder wie ist Nö. Das? Der ist ja jetzt in deiner Belagerungs... in dem Belagerungstrupp. Ah, eigentlich. Mit Mirian. Ja. Jetzt ist das, was du vorhin gesagt hast, die Kohle kannst du brauchen. Genau. Okay. Genau. Dann kann ich eben da... verschiedene Sachen ihm noch geben für die Belagerung. Ja. Also ob er jetzt kann sprengen oder beritten ist okay. Oder noch ein bisschen größere das Kollegen. Das wird ja komplex, ne? Bis jetzt ist es nicht hektisch, Alter. Das ist ja interessant. Ne? Agamemnon? Sprengmeister finde ich geil. Sprengmeister. Und wie viel Zeugs können wir da kaufen? Was hat das jetzt gekostet? 700. Okay. Also du kannst nur eins eigentlich. Ah, also, das heisst, du kannst schon alle drei, aber auswählen kannst du einen. Okay. Davon. Und da unten, wenn wir jetzt natürlich noch mehr Hauptmänner hätten. Da kriegt jeder seine Spezialfähigkeiten genau. Sozusagen. Und jetzt im Moment können es wir drei. Es gibt halt irgendwie auch mit diesen Kriegsboxen und so weiter, die man da noch kaufen ja. Kann. Da gibt's ja dann irgendwie, da kann man es zu Hauptmänner kaufen und kann okay. Denen dann auch Ausbildungsbefehle geben, dann noch zusätzlich, dass die besser werden. Ja. Irgendwie sowas. Ja, also das kommt sowieso noch. Und das ist ja dann auch der Witz von der Sache wegen dem Online-Spielen. Also du, wenn du die erste Festung hast, dann musst du die irgendwie online verteidigen oder kannst sie müssen online verteidigen. Okay. Wie genau das ja, okay, das finde ich aber jetzt nicht so interessant. Finde ich auch nicht so. Aber ich gehe mal weiter. He? Ja. Und wie gehabt, sieht man eigentlich, wo ja. Sind so Verbindungen zu diesen Typis. Das heißt, wir würden einen nehmen mit möglichst vielen... Kollegen, die ihn verteidigen und würden die dann übernehmen, ne? Ja, so okay. Wie bisher auch. Ja, oder eine mit möglichst wenig. Also ich würde jetzt sagen, wir gehen mal ja, ja, auf den da los. Aber und es ist natürlich viel easier, wenn du vier von seinen ja, Gefolgsleuten ja, hast, dann machst du einfach, genau. Macht mal. Genau, da würde ich sagen, wir stürzen uns mal auf ja. Den da okay. Und dann den für uns gewinnen, damit der da kann, der da dann... Nee, wir beherrschen einfach beide. Ja, am Schluss sowieso. Gut. Den Feind zu schwächen. Alles klar. Aber da ist er ja auch schon. Ja, einfach. Was ist denn das? Oh, Entschuldigung. Wichtiger für die Eroberung ist es, die eigenen Truppen. Da gibt's nochmal eine Mission. Die sieht ganz neu aus. Hier, unten rechts. Ja, was ist das? Ah, Hexenkönig-Mission. Nazgul-Mission oder was ist das? Das ist offensichtlich auf die nächste. Okay. Story-Mission. Aber da okay, mit dem okay. Anderen zu, also so ja, habe ich es auf jeden ja, Fall ja. Wahrgenommen. Also dann kann suche ich dann mal den Tybi. Ja. Ist er mir oder ist der Nienitz? Der ist Nienitz. Das ist ein ziemlich großes Gebiet, habe ich den Eindruck. Man kann ja da immer nur begrenzt weit gucken. Ja, aber dieser Wirt umher lebt ganz komisch.
Eine Heiler gar nicht, ja, der ist vergiftet. Vertötet. Hallo? Eigentlich kann ich das alles gar nicht wählen. Und was wir noch machen, damit wir weniger gut gesehen werden, ist, es gibt eine Fähigkeit, dass du beim Rennen weniger gut gesehen wirst. Die habe ich schon gesehen, ne? Das okay. Müsste denn da sein? Wenn du Sprinten gedrückt hältst, verursachst du keine Geräusche mehr. Und ich glaube, ja. Das schnappen wir uns. Naja. Das ist gut. Da haben wir das Leben ein bisschen einfacher. Lootloser Lüfer. Lüfer? Wo ist jetzt der Typ? Hey, habt ihr das gesehen? Ja, das ist einfach ein Riesengebiet da zum Durchsuchen. Malois sind's ja. Da ist er. Aus auf den Boden. Amok. Nein, doch nicht so. Nicht ich kann noch wieder meine Informationen holen. Du wirst schnell sterben. Nee. Auf. Hey, einfach damit man es weiß, oder? Ja. Am Armer. Anfällig für Hinrichtung, das ist schon mal gut. Furcht vor Feuer. Fernkampf. Ja, okay, eher Standard. Die Stärken sind eigentlich interessant. Also Probleme haben wir eigentlich selten mit den Schwächen, sondern eher mit den Stärken. Ne? Eigentlich, ich finde die fast interessanter in der Zwischenzeit. Also das ist keine jedenfalls. Ne? Also das. Und das geht auch gut. Ich bin so. Ja. Schwierige Idee, noch was aufzuhören. Genau. Eben, das Schwierige ist aufzuhören im richtigen Moment, dass du ihn dann noch hast für dich gewinnen. Ja. Und jetzt kannst du ihn rekrutieren. Ja, ist klar. Ja. Das ist ja wie damals. Ja. Was immer du willst, so, jetzt zählt er. Na gut, dann ich Rückzug. Ja, jetzt geht's richtig los. Ja. Genau. Ey. Ist unglaublich, wie lang der Vorspann. Ja. Oder ja, Vorspann war es ja eigentlich nicht, aber also das gibt ja, das erweitert das ganze Ding nochmal richtig. Das ist aber beim ersten auch schon so gewesen. Ja, das stimmt. Relativ, das dauert relativ lang, bis du. Aber das ist auch gar nicht schlecht. Weil da lernst du es echt so richtig tief kennen und ja. Dann kannst du einfach auch wieder erweitern. Achtung, der Rhaegar. Die richtige Geschwindigkeit ist doch alles. Ist jetzt gerade tot. Ah. Oh. Uah, genau der wieder nicht. Mach ich doch einfach anders. Daneben, daneben. Aufzehren. Schon lange versucht. So, aber da will ich ja alles gar nicht. Ich mach lauter Sachen, die ich nicht will. Ja, eigentlich. Ah. Müssten wir das Armee anschauen. Hm? Unsere, ja stimmt, das, wir haben ja jetzt auch eine eigene, ne? Was machst du da? Das ist eine komplizierte Art, um da drauf zu kommen. Was ist los? Wenn du weiter einzoomst, dann kommst du irgendwann da drin rein. Ich hab das jetzt gar nicht kapiert. Das ist nicht so schlimm. Gut. Man braucht es aber eigentlich nicht, das ist eigentlich eher mühsam. Gut. So, wo ist denn der daheim? Wie kommst du jetzt zu deiner Armee? Also da lang draufdrücken, auf Options. Okay, aha, okay. Ah, das ist ja ganz nah, das ist ja perfekt. Ja. Dann gehen wir mal da hin, oder? Mhm. Ah. Was ich ja noch unbedingt sagen wollte. Wochenende. Wie geil. Der frisst den einfach, ne? Mhm. Oh, das hast du falsch gesehen.
Gibt es eigentlich wirklich Glaive als Waffe? Ja, also... Aha, nein, zum Auswählen, nö, nein. Nein, grundsätzlich, die, eine Glaive habe ich noch nie gehört. Na gut, Herr, gut, Herr. Oh, du vergrößerst schon deinen Machtbereich. Sehr schön. Weißt du was? Ja. Du solltest den da zu deinem Leibwächter machen. Wen? Wer sich in Mordor einen Namen machen will, braucht einen oder zwei. Also, außer mir. Ist doch klar. Boah, bevor mir auf dem Schlachtfeld jemand hilft, schneide ich mir lieber die Kehle durch. Aber du könntest etwas Hilfe brauchen. Ist doch keine Schande. Ja. Er hätte da gemeint, weil mehr haben wir ja gar noch nicht. Ja. Befehligen. Amuk. Und dann kann man mit X zum Leibwächter machen. Okay. Wie viele Leibwächter kannst du denn haben? Eine, glaub. Ein? Richtig gesagt. Die anderen Typen haben fünf? Heul doch. Naja, das ist nicht okay. Leibwächter herbeirufen. Das ist einfach nach rechts drücken. Dann nach kommen rechts? Die Typis. So wie es vorher okay, war. Ja, okay, okay. Also mit der Typis, so mit der Mikrosi. Eigentlich das Gleiche. Ja, genau. Ja. Eine der ist tot, ne? Machen wir aus dem Henker einen Verurteilten. Ja, genau. Mach her. Na gut. Der für Schwächen hat. Der Kopfabschläger. Feuer. Nur benommen, hm? Aber sonst alles Gewöhnliches. Nichts Hektisches. Die Probleme machen die Angriffsfähigkeiten. Nicht die Schwächen. Ja. Ah, was. Da kannst du, die kannst du echt abwehren, ne? Hm? Aber. Da musst du echt fix sein, ne? Das musst du registrieren irgendwie. Ne? Oh, das ist doch hier der Hauptmannsfritze. Rechts. Ja, ich kann gerade im Moment nicht so richtig reagieren, irgendwie mit der Vergiftung. Haltet euch vor Feuer! Was ist das für ein. Hat er Angst vor Feuer? Haltet euch vor Feuer! Was hat er denn? Da unten. Ah, uiuiui. Ui, ui. Oh, ich habe gerade auch gedacht, ui, wo springt's hin? Sie war das Leben, die ist scheiße. Ja. Oh, nix gut. Wieso? Der hat seine Kollegen gerufen. Ui, den kannst du schon übernehmen. Ja, geil! Unglaublich! Jetzt dienst du mir! Ich schwöre dir! Der Berg! Er sieht auch ein bisschen aus in dem Berg. Für mich weiterkämpfen. Für dich, Meister! Jawohl! Gib Gas! Wo bist du, Jesu? Oh, was ist denn das für Arschloch? Ich glaube, der ist in der Lage, seine Leute zu inspirieren. Das ist das Problem. So. Ist doch gar kein Aufwand. Und jetzt? Sind die wütend, weil du den übernommen hast? Ne? Mhm. Allgemeinheit. Und eigentlich haben wir ja den da wählen. Ja. Folge der Spur. Ah, das ist gar noch nicht der gewesen. Ja? Nee. Da hat sie das eine scheiß Flagge, oder? Oder ist das gar nicht? Nein. Heller Herrscher! Ah. Hast du dir noch einen Anhänger geschnappt? Dann hast du bald eine richtige Armee. Aber denk daran, eine Armee braucht Befehle zum Befolgen. Er redet mit dem Pfosten. Ist immer noch der hier. Talk to the hands. Sag doch mal dem neuen Gefolgsmann, dass ein Idioten, den du dich magst, aufschlitzen soll. Dann kannst du dich in der Zwischenzeit einem anderen widmen. Und behalte immer die Schwächen deiner Ziele im Auge.
Es ist immer total witzig, wenn einer mit einer Feuerwaffe verprügelt wird, der sich vor Feuer fürchtet. Das ist der reinste Spaß, mein Freund. Also, Hauptmänner befehligen und hochstufen. Rufe das Armeemenü auf. Okay. Schließt dein Gefolgsmann den Gefolgsmann-Auftrag erfolgreich ab, erhöht sich seine Stufe und er wird stärker. Ja, okay, klar. Okay. Ist ja klar. Bis auf meine aktuelle fucking Stufe. Mhm. Oh. Ist jetzt das R, ne? Mhm. Ah, da, das ist der Bär, kennen wir ja vorher. Jetzt können wir befehligen. Arcaius. Wähle einen Hauptmann zum Töten aus. Ah, okay. Standard eigentlich, oder? Wie damals. Ja, aber ich kann nicht. Ein feindlichen Hauptmann. Aber ich könnte den da hinnehmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Überfall. Jetzt gibt's den Überfall. Auftrag bestätigen. Willst du lesen? Nein, nein. Gut. Ja, ich will auch nicht. Okay. Ja, eigentlich sind wir schon wieder durch, he? Ja, bevor wir da jetzt. Wir sind mit in den Dingen. Ja, eigentlich schon, ja. Also, den müssen wir noch. He? Wir sind ja da eigentlich auch mit dem Dings noch lang. Ja, ja. Sind wir schon wieder? Das sind schon wieder. Ja, jetzt schon. Schon wieder ein Hauptmann. Ja, das müsste ja jetzt eigentlich der sein, wo man suchen kann. Meinst du? Hier in Mordor verurteilen wir nicht. Nein, wir kommen gleich zur Hinrichtung. Ist das schön? Den Spruch habe ich aber schon mal gehört. Ich würde fast nur ein oder fünf rekrutieren. Viele, viele. Ja, aber der ist schon wieder... Eigentlich ist er total schwach. Wir sehen uns schon noch. Na, dich hole ich schon. Ja, aber das ist ja gut, wenn er flüchtet. Es sind keine Gegner in der Nähe. Oh. Außer versteht sich. Ja, jetzt holen wir. Yes! Du hast meine Reihen verstanden! Genau. Ich bin dein Diener, dein Diener. Ich bin ja auch dein Diener. Ich stehe hinter dir. Das tönt doch gut. Upsa. Oh, immer ja mit deinen komischen Fahnen da. Es gibt übrigens ein Achievement. Ja. Wo quasi... So, insofern, also du folgst so lang auf einen von deinen Hauptmännern rein, bis ihn anschießt und wahrscheinlich anfängt auf dich einprügeln. Aha. Ein neuer Rekrut ist ein gewiefter Mistkerl. Gib einen guten Verräter ab. Weißt du was? Du solltest ihn zum Leibwächter von dem Häuptling machen, damit er ihn, naja, verraten kann. So ein Häuptling nimmt natürlich nur einen Leibwächter, der sich bewiesen hat. Und am besten geht das in den Kampfgruppen. Wieso man vertrauenswürdig ist, wenn man da gewinnt? Keine Ahnung, aber es ist verdammt lustig. Außerdem vertraut eh nur ein Idiot einem Ork, also passt das schon. Na los, versuch's mal. Okay. Hast halt jetzt eben die Zwischensequenz mit Einführung. Naja. Jetzt wieder Options gedrückt halten. Zack. Markiere einen Gefolgsmann. Jetzt haben wir den da neu gehabt. Befehligen. Mhm. Luke. Wähle einen Häuptling, den er ausspionieren soll. Ah, okay. Oh Gott. Nee. Jawohl, natürlich. Den? Ja, ja, sicher. Dann haben wir einen weniger. Na, okay. Sende. Jawohl, der gehört dann eh schon zu uns. Genau. In den Kampfgruben überleben muss der. Mhm. Gut.
Warte. Ich würde sagen, jetzt da noch schnell in ein ruhiges Eckchen. Und dann, haben wir's. Ja. Alles klar. Tschüssi. Ciao.